Und vielleicht ein vierter Aspekt, der auch in einer Stadt wie Wien, einer Weltstadt, einer Metropole, aus meiner Sicht besonders wichtig ist, wo kommen denn die Ressourcen her? Also die Rohstoffe, die ja uns, vielen Menschen, ein gutes Zusammenleben, einen guten Alltag ermöglichen. Aber das wird natürlich ganz stark rangeschafft aus dem Inland, aus dem globalen Süden. Denken wir an Lebensmittel, an die Rohstoffe für Produktion und anderes.